reden wir mal wieder eine Runde. Ich habe gekauft ein Stück hohe Rippe. Wie man sieht, auch hübsch marmoriert. Das passt ganz gut, da würde ich sagen. Gar nicht viel Shishi. Wir haben Senf, mittelscharf. Einfach mal eine gute Spur drüber. Und dazu gesellt sich Senf süß. Bayerisch, ne? Aber alles, was süß ist, macht sich sowieso sehr gut. Am Rindfleisch immer. Das reihen wir jetzt ein und eine kleine Prise Salz drüber. Das war's, mehr machen wir nicht. Mit dem süßen Senf sparen wir uns dann auch schon das Zeichen mit dem braunen Rohrzucker und Rohrohrzucker und was nicht alles geben. Wenn jemand süßen Senf, da ist sowieso schon genug Zucker drin und dann belasse ich unser Zeichen und es reicht uns. Und schon geht's los Richtung Grill. Am vorgeheizten Grill haben wir uns jetzt eingefunden. Und ihr seht schon, ich habe nur in der Mitte konzentriert Kohle, woanders nicht. Und da legen wir das Steak jetzt einfach drauf. Herrlich würde es brutzeln. Ihr seht, es ist richtig dick. Also, naja, so 5-6 cm hat es auf jeden Fall. Genau richtig für unsere Zwecke. Ich habe auf die Uhr geschaut. Extra. Ich habe gute 5 Minuten nichts gemacht. Ich habe das nur so liegen lassen. Bei direkter Hitze und quasi voller Latte. Einfach entspannen und zurücklehnen. Das wird schon. Ich werde immer gern nach Details gefragt. Bei dem Grill sind alle Züge offen. Die Kohlen waren vorgeglüht und das Ding hat über 300 Grad gehabt. Jetzt haben wir ja gerade gewendet auf die andere Seite und so weiter. Alles gut. Jetzt der Effekt anziehen und es klebt. Dann lassen wir das kleben, bis es sich leicht löst. Entspannt euch, es wird schon nicht schwarz. Und gesetzt im Fall, es sollte etwas schwarz werden, das spielt gar keine große Rolle. Werdet ihr jetzt dann aber auch noch sehen. Nach wiederum guten 5 Minuten wenden wir das jetzt wiederum, geben es aber jetzt auf die Seite und grillen jetzt mit indirekter Hitze weiter. Schön langsam, der Grill innen drin, die Züge sind jetzt dann auch zu. Ich denke, ja, so 140 Grad, wenn er hat, das passt. Und wenn er 160 hat, dann geht die Welt auch nicht unter. Also wäre es jetzt ein anderes Teilstück, beziehungsweise hätten wir das anders geplant, könnten wir es jetzt so auf den Teller bringen. Wäre innen bestimmt noch leicht blutig. Ja, wäre ideal, wäre bestimmt schon fein. Ja, ich muss mir ja ganz ehrlich gesagt selber wenig zurückhalten, dass ich kein Stück rausschneide. Wir lassen das aber jetzt noch, naja, auf jeder Seite auf jeden Fall nochmal, naja, so 10 Minuten, Viertelstunde drauf. Aus dem Grund, weil wir vom Grillen außen so einen schönen Rauch rein kriegen und natürlich auch den Geschmack. Seid ihr? Mein Steak, es wird nicht geteilt. Naja, vielleicht kriegst du auch einen drauf. So, in der Zwischenzeit war ich nicht ganz untätig. Ich habe da also Kartoffelscheibchen, bisschen Zwiebel und eine Karotte aber in die Ablaufform gegeben. Jetzt heißt es aber ins Bett. Ja, aber ich weiß nicht, was bei euch ist, aber normal deckt man sich doch zu. Machen wir. Wir decken zu. Ein kleines Glas mit 355 Gramm Rotkohl, also Blaugraut, wenn ihr sagen. Das gebe ich jetzt oben drüber, Deckel drauf und das Ganze in den vorgeheizten Backofen bei 160 Grad. Und weil es halt einfach so ist, dass Flüssigkeit Dampf erzeugt und Dampf ein sehr guter Garer ist, gießen wir jetzt etwas Flüssigkeit auf und es gibt Karamalz, Malzbier oder Kinderbier, wie es bei uns heißt. Und es bringt auch nochmal gut Süße mit und es wird mit Sicherheit gut. Meine Lieben, die ganze Prozedur hat jetzt so ungefähr mit dem Grün und allem drum und dran so 3,5 Stunden dauert. Unser Blaugraut und die Zwiebeln, das andere Gemüse ist alles sehr schön zergangen und jetzt wird da bloß noch ein wenig so zupft. Man sieht schon, wenn man da die Fleischbrickler abreißen und auseinanderreißen kann, das wird jetzt sehr fein. Ja. Eins möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Es ist richtig schön weich. Die Darreichungsform liegt jetzt bei euch. Ob ihr das mit einer Burgersemmel macht und einem Ketchup, ob ihr das jetzt mit Wraps macht und Tzatziki, ob ihr das jetzt mit einem Pita-Brot und Krautsalat macht, ja, ich glaube, so viel Spürraum leihe ich eurer Fantasie jetzt schon. Und ich darf sagen,
Bis zum nächsten Video. Bleibt meine Freunde. Servus.